Schön, dass ihr da seid und willkommen zurück. Stufe 100, hey, guck mal an. Genau Stufe 100 geworden. In der letzten Folge haben wir... Also, habe ich mich noch so weit hochgelevelt, dass ich dieses große... Diesen Ultra, das Ultra Großschwert, so heißt's. Ich hab's immer noch nicht angepasst, ey. Die Kamera, die kann ich jetzt einhändig führen. Und die schlaflosen Nächte, ach nö, die brauchen noch mehr, die Turmschilde. Ich wollte gerade sagen, die schlaflosen Nächte haben mir eine Eingebung gebracht, dass ich ja dann zusätzlich noch so ein tolles Schild nehmen könnte. In dem Fall kann ich es aber nicht nehmen, weil ich habe noch nicht genug Stärke. Und ja, ich werde jetzt nicht... Dann bleibe ich, glaube ich, doch noch bei der Hellebarde. Oh, oh shit, die Aufnahme. Oh, 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 stopp, 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 Musik, stopp. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel für YouTube. Oh, oh, da lief noch Musik. Eieiei. Die Zitrone für kleine Kinder, ja, super. Also, genau, im Schloss. Das müsste hier sein. Morgen habe ich einen Brief von der GEMA. Gucken wir mal. War jetzt hier die Nummer mit den... Ja, genau, da waren die beiden Drachen-Heinis. Okay, also, weiter geht's. Schön vorsichtig. Hier ist ein Loch. Da will ich natürlich eine Leiter. Was haben wir da drüben auf der anderen Seite? Ein Hebel. Aha, okay, da ist der Aufzughebel. Den ich... nicht bedienen darf? Hä? Okay. Oder bin ich wieder nur blöd? Nun. Eine Tür. Verschlossen. Naja, beidhändig habe ich sie nicht gefühlt, die Waffe. Wieder so einen, den man mit Seelen füttern muss, und wenn ich hier reinspringe, komme ich nicht wieder raus. Extrem Haltungsschaden, das ist natürlich ganz cool. Ja gut, los geht's. Welche von euch... Oh! Was ist er denn? Okay. Nee, jetzt gibt's hier die Geister, ne? Oh, die haben mich in Dark Souls 1 schon... Oh, wahnsinnig geärgert. Also, er aktiviert wahrscheinlich diesen Aufzug. Oh, nee. Das ist doch hier alles... Oh, nee, 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 nee. Wartet mal kurz, kommt mal mit. Komm mal mit hierher. Nee. Ah. Gut. Aber der Boy wurde aktiviert.
Das müsste ja jetzt passen. Ich muss erstmal reinkommen. Das war jetzt ein Reinkommer. Erstmal reinkommen hier. Da lang. Ah, oh, Moment. Nee. Ah, jetzt tut sich was. Hat nur einen Moment gedauert. Okay. Zeit für einen Schluck Kaffee. Ich weiß nicht, ob ich das will, was hier passiert. Ob ich jetzt den Aufzug nehme oder lieber wieder da die Leiter probiere. Da war nämlich noch eine Tür nach hinten irgendwo. Los geht's. Oder ist das einfach nur, damit ich die... Oh, da war eine Tür. War das die zur Leiter? Ja, das war die Leitertür. Höchstwahrscheinlich. Dahinter ist was. Oh Gott. Okay. Starker Zauberschild. Okay. Seelengefäß. Das habe ich jetzt auch das erste Mal gelootet. Königskorridorschlüssel. Aha. Da sitzt jemand im Käfig. Untersuchen. Eingebetteten Schlüssel nicht im Inventar. Mist. Okay, also dann brauche ich hier einen Schlüssel, um eine Lady zu befreien. Gut, alles klar. Danke fürs Gespräch. Ach, kommt, Leute. Mensch. Zeigt dies einer bestimmten Person und... Aha. Ich dachte, jetzt kommt hier schon wieder voll der Spoiler, aber zeigt dies einer bestimmten Person. Okay. Tschüss, guter Mann. Dann wohl doch die Leiter. Korridorschlüssel. Könnte unten sein, bei dem anderen Leuchtfeuer. Oder hier? Ah, guck mal. Oh. Oh Mann.
Köderschädel. Oh Mann. Ich glaube, ich renne. Ich glaube, ich renne einfach durch. Und los. Wir werden sehen, ob das eine gute Idee war. Hallöchen, Spiegelritter. Nicht brutzeln. Mit Brutzeln habe ich es nicht so. Mag ich nicht, wenn ich gebrutzelt werde. Da kam der zweite. Okay. Ah, das war zu früh gesoffen. Egal. Aua. Ah, ein dritter. Ach. Damit. So, was machen wir zwei? Oh, was ist das? Okay. Nee. Ich will deinen Spiegel nicht gucken. Scheiße. Nee. Hätte ich den Spiegel verhauen müssen. Ah, da wollte ich wieder zu viel. Und schon wieder zu viel gewollt. Scheiße. Nein, nein, nein. Ah. Aber machbar. Ganz gut machbar, würde ich sagen. Gleich mal mit einem Boss starten, ey. Uff. Sieht auf jeden Fall cool aus, ja, absolut. Wir wollen nicht gebrutzelt werden. Der dritte, dass ich da an seinem Knie hängen bleibe, ist ein bisschen ärgerlich. Nein, das ist was anderes. Oh. Ach Mann, ey. So, kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Okay, ich muss. Ich kann ihm da ein bisschen Schaden machen, wenn das passiert. Okay, das eine Mal hat er mich nicht mit angegriffen, diesmal schon.
Shit, shit. Oh, nee. Ah, oh, Mist. Das hat beim ersten Mal besser geklappt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass... Also nachdem es beim ersten Mal so easy war, das, dieses Spiegelbild zu killen, war ich ein bisschen... Ja, kam es mir zu leicht vor. Nein, ich habe es unterschätzt. So, jetzt hat. Das ist das Wort. Oh, da links lag noch was. Da lag noch eine Kleinigkeit, aber die werde ich wohl nie sammeln. Autsch. Man muss, ich darf, muss, hätte da rollen müssen. Oh nein! Ich hab's überlebt. In seinen Brutzler reingerollt. Ey, hör auf zu brutzeln jetzt. Schon wieder? Scheiße. Dieses Nachziehen ist so nervig. Ich brauche ein bisschen Abstand jetzt. Brauche Ausdauer. Nee, was soll denn das? Wann muss ich denn da ausweichen, ey? Scheiße. Okay. Spät. Zu spät. Oh nein, hab mit dem anderen gerechnet. Oh nein, mein Ding ist leer. Fuck. Oh. Yes. Oh. Das war jetzt noch close am Ende, hey. Oh nein.
Oh nein, oh nein, oh nein. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geht weg, geht weg, geht weg. Oh, okay. Okay, ich nehme aber jetzt sicherheitshalber trotzdem ein paar Lebenssteine, ey. Ah, Ken, grüß dich, hi. Schön, dass ihr alle da seid. Ah, mit dem Schwert, ja, hätte ich machen können. Wenn es jetzt nicht geklappt hätte. Okay. Wir kommen in einen Wald. Grüne Blüte. Darf ich, kriege ich bitte ein Leuchtfeuer? Ich höre Gesang. Jawohl. Schrein von Amana. Eigentlich war ich jetzt, habe ich gedacht, ich gehe in einen... Ich bin in dem Schloss unterwegs und kill irgendeinen Boss oder so, aber nee. Spiel sagt nein. Großschwert. Hatte ich... Was, mit was habe ich denn im ersten Teil gespielt? Mit der Axt hauptsächlich. So, reicht das jetzt? Ja, für dieses... Das ist schon mächtig, ne? Wird heute Schluss gemacht? Das ist der Streamtitel heute. Ich weiß es nicht. Bist du ein Gegner oder was bist du? Ja, du bist ein Gegner. Ja, auch so drei Hits. Schauen wir mal, was es jetzt zweihändig tut. Das macht den nicht auf One-Hit? Ja, guck mal hier, warum haut der irgendwo hin mit dem Schwert, wenn man das beidhändig nimmt? Verwelktes Dämmerungskraut und Skeptikergewürz. Okay, nö, tue ich mir nicht an. Den Bait, den schlucke ich nicht. Den Köder. Müsst ihr euch was Besseres ausdenken. Damit kriegt ihr mich nicht. Oh Gott. Oh Gott, Unterwasserprädatoren.
Gott. Oh Mann, ey, das gefällt mir hier nicht so gut. Und hier sind gleich 4, 5 von euch, wenn ich an den Loot ran will. Und der ist ein Nahkämpfer, glaube ich. Das wäre natürlich cool. Kommst du? Du kommst. Perfekt. Oh, zweithändig ist das schon. Wenn er in die richtige Richtung haut mit dem Schwert. Kommt der andere? Nee. Menschenbild, nice. Die sind jetzt allerdings ein bisschen obsolet geworden mittlerweile durch den Ring. Wie ich Dark Souls 3 mache. Lasst uns solche Fragen auf 2 Menschenabbilder. Wow, und dafür kloppe ich jetzt hier 5, 6, 7 Prädatoren kaputt. Lass uns das besprechen, wenn ich durch bin, wie wär's? Also, beziehungsweise in der Pause. Weil auch zu Dark Souls 2 Endgame Zeug habe ich mir ein bisschen was überlegt und wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. Ich habe noch nicht mal rausgefunden, wie viel Schaden die machen, weil mich noch nicht einer getroffen hat. Ah, die vergiften. Oder verfluchen, das ist ein Fluch, das Fluchzeichen. Hallo? Hallo, hast du so schön gesungen? We knew you were coming. Wir wussten, dass ihr kommen würdet. And stop singing. We are Milfinito. Aha, schizophren also. We will sing here forever, as we always have. Okay. Long, long ago. We know nothing of the world outside. And why should we? For we will never leave. Komm mal einfach mit mir. Do you seek King Vendrick? Ja. But what is a king, after all? Was ist am Ende schon ein König? Ja, das. We know nothing of the world outside. For we will never leave here. When we sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Okay. Is there anything wrong? Nee. Perhaps this will help. Glatter, seidiger Stein. This wow. Is all that we can do. Ja, dann hör auch bitte auf zu singen, das hilft. Dein Gesinge war jetzt nicht gerade so das, was ich die ganze Zeit hier hören möchte. Und wer lacht hier eigentlich so dreckig? Du? Ah, nee, diese... Ah, rotes Wasser. Das ist diese Vase. Stimmt, ich erinnere mich. So, und warum glitzerst du nicht? Nicht, dass du mich nachher noch von hinten anfällst. So. Hm.
Ja, du singst wieder. Nee, wir haben doch gerade drüber geredet, dass du das bitte sein lässt. Oh, 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 nicht verprügeln, bitte nicht. Hab nicht. Entschuldigung. Wow, okay, er hat sich wieder um 90 Grad gedreht und zur Seite gehauen. Das habt ihr gesehen, oder? Also das Schwert, schwierig, wenn er das ab und zu einfach so random macht. Ja, und trotzdem kam Schaden durch, ja, absolut. Da war ich auch etwas überrascht gerade. Na komm, ich sauf mal lieber einen. Sicher ist sicher. Eines verlorenen Untoten, Skeptikergewürz. Fackel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die hier killen muss, rechts und links, deswegen nehme ich sie einfach alle mit. Das ist mir zu viel Risiko, hier irgendwas am Leben zu lassen, wenn ich hier nach vorne will. Hast du ein Projekt zwischen 2 und 3 geplant? Achso, nee, nee, nicht Pause im Sinne von nach der Aufnahme, nach der Stunde Aufnahme. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde, also können wir gerne ein bisschen drüber reden. In einer halben Stunde ist nochmal ein Päuschen. Aber eigentlich... Ja, ich habe auch das Gefühl, den linken Stick kann ich ein bisschen... Ich habe auch das Gefühl, dass das Schwert darauf reagiert, wie mein linker Stick steht. Drachenamulett. Okay, das war das Ding gegen Gift. Oh nee. Ja, komm du mal durch den Goldstaub durch. Ah, der Goldstaub geht weg. Kommt ihr oder was ist mit euch? Gut, wenn es euch nicht interessiert, dann interessiert euch vielleicht mein riesiges Schwert. Glitzerndes Titanit, glatter, seidiger Stein. Warum ist hier ein Loch in der Wand? Keine Ahnung. Bringt nix, macht nix. Leute, ich hab doch gerade eben erst einen Boss gekillt. Jetzt schleppe ich schon wieder 16.000 Seelen mit mir rum. Weil ich es einfach so selten benutze. Brauche ich sonst noch irgendwas? Wenn ich es zweihändig führe... Moment. Ich könnte es eigentlich jetzt ja auch einhändig führen, ne? Komm, wir gucken mal. Ah, okay. Nice. Bisschen aufs Wasser achten.
Oh nee, du bist ein Brutzler. Du bist ein verdammter Brutzler. Hört mal auf mit der Brutzelei. Bitte nicht. Warte kurz. Oh, ich bin eigentlich ja unten durchgerollt, aber gut. Hey. Einer von der Sorte steht da im Wasser. Oh, und lauter anderes Zeug, was ich nicht mag. Na gut. Kann nicht genau erkennen, wo man hier im Wasser laufen kann und wo nicht. Das ist vermutlich beabsichtigt. Oh Gott, nee. Ich weiß nicht, ob ich zu dir laufen kann oder nicht. Hör mal kurz auf. Nee, da ist ein Viech. Oh oh. Jetzt wird's mies. Panik! Panik! Oh Gott, er hat irgendwo hingehauen, wo er nicht hinhauen soll. Lauf mal bitte. Nein! Oh, ich hab's gehört. Also. Nee, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht mit dem Schwert spielen, weil es haut. Wenn ich den Stick ein bisschen in eine Richtung gelenkt habe, einfach woanders hin. Das geht nicht. Das kann ich nicht brauchen. Das Spiel ist so schon präzise genug. Keine Chance. Nix für mich. Na, okay, aber die Hellebarde macht halt echt wenig Schaden. Ach, halt's Maul, ey. Ah, da war das mit dem Schwert geiler. Vielleicht muss ich eine Kombi spielen. Ich muss wechseln zwischendurch. Ach nee, jetzt erinnert mich der Chat auch noch daran, dass ich gerade 20.000 Seelen verloren habe. Ach. Das hättest du auch einfach stillschweigend lassen können, oder? Also. Oh Mann, ey. Komm halt. Jetzt hat. Ja. Friss mein Schwert. Ja, das Schwert ballert mega, aber gerade in so einer Paniksituation ist es halt echt nicht gut, wenn man einen Treffer landen will, das Schwert sonst wohin haut, man sich irgendwohin wegdreht. So, hier ist es, ey, easy, kein Thema, ne? Da ist ein Gegner nach dem anderen. Außer man ist unvorsichtig. Oh, okay.
Ihr könnt Tricks. Okay, er wollte schon wieder nach rechts weghauen, weil ich nur einen Schritt nach rechts gehen wollte, um beide zu treffen. Ich habe zu viel die Hellebarde gespielt. Da ist die Steuerung des Schwerts tatsächlich anders. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das so anders funktioniert. Scheiße. Oh nö, jetzt muss ich da nochmal durchlaufen. Komme ich irgendwie schneller dadurch? Na, das wäre noch eine Variante, dass ich das bei zwei Gegnern schnell einhändig wechsle. Okay. Also die kann man nicht treffen. Einhändig. Ja, Mensch, ist ja gut jetzt. Boah, das ist aber auch geil, ey. Einhändig dann. Ja, es macht halt trotzdem richtig dicken Schaden. Wie funktioniert denn die schwere Attacke, wenn ich die zweimal mache? Einfach. Ah, okay, dann haut er nochmal nach hinten. Ah, er zieht's dann. Oh, okay, okay, okay. Verstehe. Wo ist er? Da ist er. Das ist natürlich ganz geil, dass man dann hinter sich haut. Das ist fett. Oh, das hat jetzt nicht funktioniert. Hallo, ausweichen bitte, danke. Da hat's jetzt, da war ich nah genug dran. Ich war vorhin nicht nah genug dran. Ja, wenn ich nah genug dran bin, geht's. Aber wir kämpfen ja hier jetzt gegen Einzelne, das heißt. Erzdrakenstiefel. Das ist schon auch geil, ey, wenn er das so ein, das mit dem zweiten Schlag rauszieht aus dem. Zack. Ah, ja, ich verstehe die Vorliebe zu diesem Schwert, absolut. So, was ist denn hier eigentlich? Warum sitzen die da? Sitzen die da nur wegen dem... Oder kommen die jetzt raus, wenn ich... Nö, da kann ich einfach vorbeilaufen. Okay. So, jetzt nochmal zu euch, Jungs und Mädels. Der gepflegten Brutzelei. Ich habe aber einen Heavy Roll. Merke ich gerade. Oh, okay. Ich schlepp zu viel Zeug mit mir rum. So, hier war irgendwo so ein Wasserpredator da. Mann, ey, ich hasse sie ja so sehr. Nein! Nein! Ich muss mal gucken, warum ich so schwer bin.
Ich glaube, ich habe irgendwie den Bogen noch drin, den kann ich raustun, dass ich zumindest irgendwie auf die leichte Rolle komme. Habe ich jetzt eine Light Roll? Nee. Wie schwer ist denn dieses Ding? 22? Holy moly. Und ich bin ja schon super leicht. Okay, ich werde nie auf die leichte Rolle hier kommen. Vielleicht ohne Schild, ja, so schon mit Schild. Wait, what? Schild. Ah, ist ganz unten, ne? Ja. Ja, so geht's auch. Kann ich mir eine, zumindest, weiß nicht, eine Brust anziehen? Irgendeine leichte. Hier, sowas. Ja, geht. Dann probieren wir mal noch ein Helmchen. Geht immer noch. Ein paar Schuhe. Geht immer noch. Hä, warum geht's jetzt? Lol, willst du mich trollen? Aha, die Handschuhe sind zu viel. Gut, dann tun wir die halt weg. Passt. Umsehen, du musst. Ah, Leute. Muss ich das oder wollt ihr das? Ist die Frage. Ich glaube nicht, dass ich muss, aber ihr hättet es gerne so. So sieht's nämlich aus. Ja, es erleichtert das Gebiet, aber darum geht's ja gar nicht. Bei meinem First Time, ersten Mal ever Dark Souls 2 und überhaupt Dark Souls spielen, geht's doch gar nicht darum, dass ich es mir irgendwie leicht mache. Sondern ich möchte die Spielerfahrung erleben, die ein Spieler hat, wenn er das erste Mal Dark Souls spielt und keine Hilfen hat und nix in der Richtung. Darum geht's mir doch, Leute. Ich möchte diese Erfahrung mitnehmen und sie mit euch teilen. Oh oh. Hör auf, nicht hauen. Kriegst, hab was für dich. Einen gigantischen Zweihänder. Also ich glaube, die muss ich nicht angreifen. Aber ihn. Ich hab's vorhin vorm Stream kurz gesagt, wenn ich das Spiel ohne Aufnahme und ohne all das spielen würde, wäre ich auch, würde ich manche Sachen nicht übersehen und so weiter, weil die Aufmerksamkeit ganz woanders ist. Aber also es ist schon ziemlich offensichtlich, dass ich da schon wieder nicht gesehen habe, was Sache ist. Oh Mann, ey.
Okay. Ah ja, ich habe gelenkt, gesteuert, Schwert nicht steuern. Nein, ich habe schon wieder gesteuert. Hau ihn bitte einfach, danke. So, gute Lady. Ja, Frau Brutzler, ich habe Sie bemerkt. Dich habe ich nicht vergessen, Freundchen. Brauchst gar nicht so angeschlichen kommen. Oh, jetzt zu dir. Komm mal her. Jetzt machen wir das nochmal. Na bitte, geht doch. So schwer war es doch jetzt auch nicht. Warum habe ich schon wieder 17.000 Seelen? Sagte er und rannte in den zweiten, in den nächsten Gegner. Oh, hi, grüß dich, servus. Schön, dass du da bist. Ich will eigentlich erstmal nur zu ihr hier, bitte. Huch, wie auch immer ich dich getroffen habe. Danke. Nee, hört mal jetzt. Ey, du lebst ja noch. Oh. Ey, na. No. Ach, danke. Ah. Warte, ich muss mich kurz verstecken. Wir haben gesagt, wir hören auf zu brutzeln. Keiner mag dich. Oh, überall. Da hinten ist noch mal so ein dämlicher Drachentöter. Und da hinten ist ne. Da hinten ist eine Bosstür und ich habe nichts mehr an Heilung. Ich mag Wasser in Dark Souls so gar nicht. Man weiß nie, wo man hintritt und hintreten kann und. Oh. Warum steht da hinten jetzt so ein Drachentöterboy? Ich mach diese Bosstür da vorne an, falls es eine ist, der Bossnebel. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht mit. Was zum... Hört ihr, wie ich das die Ausweichentaste hämmer? Oh. Mist. Leute, ich brauche einen besseren Weg. Diesmal habe ich keine Taste gedrückt und er hat sonst wohin gehauen. Den Stick nicht berührt gehabt und einfach nur Attacke gedrückt. Ja, Leute, hey, es tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit für euch und keine Lust auf euch alle hier.
Mach's Loch auf. Nein, da war noch eins hinter mir her. Verdammt. Ah. Ah, nee. Ach, das ist scheiße mit dem Wasser. Hier kann man nicht einfach durchrennen. Gut, einen nach dem anderen. Komm her, du. Die Seelen, ja, ich hab's gesehen und hab mir gedacht, ach, ist doch egal. Ich bin schon Level 100. Mehr brauche ich nicht. Level 100 reicht. Leute, könnt ihr mal aufhören, mir mit eurem Brutzelblödsinn auf den Sack zu gehen? Bitte. Ich hab bitte gesagt, okay? Er hat schon wieder nicht Richtung Gegner gehauen. Das ist mir echt zu inkonsistent, das Schwert, um gegen größere Gegner oder Massen zu kämpfen oder so. Das kann ich nicht machen. Oder gegen einen Boss, wenn der mir das Schwert dann sonst wohin prügelt. Drückt teilweise nicht in eine Richtung. Keine Ahnung, vielleicht hat mein Controller ist schon ein bisschen ausgenudelt. Vielleicht ist da auch einfach irgendwie die Deadzone nicht mehr ganz richtig. Aber das geht halt nicht. Ob es jetzt an meinem Controller oder am Schwert liegt. Wahrscheinlich eher am Controller als am Schwert, aber... Könntest du mal bitte nicht... so nervig sein. Da, schon wieder. Ich habe nur nach vorne gedrückt. Ja, komm. Ist ja gut. Mann. Gute Gegend heißt es im Chat. Ja, ja, ja. Ihr seid mir solche. Da hinten ist 100 Pro am Ende von diesem Ding noch ein Leuchtfeuer. Schon wieder. Ja, hau neben den Gegner. Das ist der Plan. Das wollte ich schon immer so machen. Seitdem ich den Gegner gesehen habe, wollte ich ihn nicht hauen. Und auf jeden Fall daneben ballern. Ach, genauso wie bei der guten Dame. Hört auf, mich zu brutzeln. Ja, bleib an dieser winzigen Kante hängen. Hattest du Loot? Ja. Ja, sicher. Warte kurz. Ah, Lust auf Bratwürste. Okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, dein Brutzler ist schon durchgekommen. Ich weiß, ich weiß. Ah, wo ist der nächste Brutzler? Ne, jetzt kommen erstmal so kleine, ne? Die hier irgendwo... Ah ne, das waren die zwei, die ich hinter mir hergezogen hatte. Doch, einer ist hier irgendwo. Einer ist noch hier irgendwo. Da vorne ist er, okay.
Ah! Stopp! Ich war mir unsicher mit Ausweichen. Ich wusste nicht, ob ich hier stehen kann oder nicht. Ey, ich bin ja schon auch so, dass ich gerne Loot einsammle, ne? Aber im Wasser. Was ist das hier? Das ist doch Fake hier. Hier verrecke ich doch, wenn ich ins Wasser gehe. Wo muss ich denn hin? Eher nach links. Oh, da liegt so viel schönes Zeug rum und da hinten auch. Aber da steht dieses hässliche Ding. Und mit diesen komischen Riesengolem. Nein, was sind das? Es erinnert mich an irgendwas. Der Gryffalo! Das ist der Gryffalo! Hi. Ich will aber nicht gegen den Gryffalo im Wasser kämpfen. Die sind voll nervig. Ich habe immer noch riesige Probleme mit denen. Komm mal noch ein Stückchen mit. Du bist zum Glück nicht sonderlich schnell. Ja, komm, 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 komm. Ja, genau. Oh Gott. Okay, hier ist die Kante. Recht gut zu erkennen. Danke. Oh nein! Ich schluck jetzt einfach drei von denen oder so. Keine Ahnung. Mir egal. Oh, da ist ja noch so ein Wesen. Oh, hier ist die Kante. Du stehst mir ein bisschen zu nah an der Kante, um ehrlich zu sein. Tschüss. So. Mann, ey. Oh, so eine dämliche Estus-Flakon-Scherbe. Mann, jetzt habe ich 8 Stück. So viele brauche ich dann auch nicht. Ja, 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 ihr dachtet bestimmt, ich fall da runter. Ja, 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 ja. Ich hab's gesehen, Leute. Nein, Gryffalo, lass mich. Ich dachte, du wärst ein Lieber. Ja, durchschaut. Jetzt die Frage, wo ist... Oh nö, der Brutzler. Nee, 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 Brutzler, nein, nicht sterben. Oh, fuck. Okay, da hinten ist noch ein Gryffalo. Keine Ahnung, da geht's nicht zu einem Leuchtfeuer. Na gut, dann versuche ich jetzt in den Nebel zu kommen. Hey, keine Werbung machen hier. Also. Anders. Ganz anders.
Ganz anderer Plan. Nope. Jop. Warum tut er so, als hätte er was in der Hand? Nope. 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 Ohne Schwert vielleicht? Jop. Okay, let's go. Nee. Ach, keine Chance mit dem dämlichen... Mit dem scheiß Wasser, ey. Ach, Mann, ey. Das ist doch kacke. Ich muss mich jetzt da schon wieder durchklopfen. So viele Rollen habe ich gar nicht gebraucht, ne? Aber ich laufe auch langsamer. Ich laufe ja insgesamt langsamer, wenn ich schwerere Rüstungen trage. Und die machen genau gleich viel Schaden. Meine Rüstung bringt gar nichts. Salzminen. Ja, bin wahrscheinlich auch nicht der Einzige, der hier ein bisschen, da wo dreht man doch ab. Jetzt muss ich die ganzen Kanarienvögel nochmal killen. Ach ja, komm, gib mir noch eine. Ja, wunderbar. Komm, hau mir noch eine drauf. Ach, geil, ey. Oh. Mmh. Oh, schmeckt. Schmeckt so lecker. Wasser in Dark Souls, ne? Tja. Ich hab die Folge in Boss besiegt, oder? Oder zwei? Habe ich sogar zwei Boss besiegt? Nee. Bin ich jetzt doof? Weiß ich gar nicht. Egal. Ich habe jedenfalls, ich glaube einen, den Spiegelritter. Und davor waren ja die zwei Drachen, Töter, Boys. Deswegen einen. Die Folge habe ich einen erwischt, aber der andere war knapp davor. Deswegen war ich gerade etwas verwirrt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.